Hey Freunde, ich bin's Benedikt vom Juwelier Alter. Herzlich willkommen beim Alter Live, wie jeden Freitag um 19 Uhr. Schön, dass ihr am Start seid. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam aus der Woche gehen und entspannt ein bisschen über Uhren quatschen. Ihr habt das Thema schon gesehen. Heute soll es um den perfekten Einstieg in die Uhrensammlung gehen. Da gibt's sicherlich den einen oder anderen Anbieter, auch bei uns im Portfolio. Ich habe mit vielen Leuten immer Kontakt, die mich fragen, du, wie sollen wir denn starten? Gibt verschiedene Modelle, die man da im Blick haben sollte und über die würden wir heute gerne mit euch sprechen oder über die würde ich heute gerne erstmal mit euch sprechen. Aber wie ihr das kennt, Freitagabend ist unsere Zeit, Community zu leben. Deswegen sollten wir auch heute unsere Rituale natürlich nicht vernachlässigen. Deswegen ganz vorneweg, was ist der Risk-Check? Womit geht ihr aus der Woche ins Wochenende? Bei mir ist es die Omega Seamaster Aquaterra. Fühle mich wohl damit, am Stahlband, warme Temperaturen. Viel passiert die Woche, ich bin mir sicher, bei euch auch. Aber jetzt erstmal, womit geht ihr aus der Woche? Schreibt es doch gerne unten rein. Außerdem natürlich ein anderes Ritual, ihr kennt es. Auch das Kölsch darf nicht fehlen, ein Bierchen hat man sich verdient, wenn man hart gearbeitet hat. Und das habe ich diese Woche getan, ich hoffe ihr auch. Deswegen können wir uns das auch erlauben, also zum Wohl. Schenkt es euch ein. Und dann geht's gleich los. Also erstmal zum Wohl. Geht gut aus der Woche. Ja, zu dem Thema heute. Ich habe die Tage, ihr wisst ja, ich mache das alles nicht alleine. Wir haben übrigens die 7000 Abonnenten geknackt. Und an der Stelle möchte ich mich bei euch allen natürlich bedanken dafür, dass ihr auch regelmäßig hier dabei seid und auch die Videos schaut und auch, ja, dass wir einfach wachsen als Community. Macht mega Spaß. Aber natürlich möchte ich mich auch ganz herzlich beim Team bedanken. Ich habe das nicht alleine gemacht, sondern wir haben da natürlich, ist natürlich eine Gruppenleistung gewesen. Und daher an der Stelle liebe Grüße auch an den Severin, an den Felix, an den Marco, an die Lena, an einfach das ganze Team. Und ich dachte mir, es sei doch ein super Aufhänger zu sagen, hey, heute Thema Uhrensammlung starten. Und ihr kriegt ja immer viele Inputs und sowas, auch vom Severin. Dachte ich mir, ich frage ihn mal, was er davon hält. Wir haben das ein bisschen vordiskutiert, habe ich ihn gefragt, vielleicht wäre es ja noch besser, wenn du sogar dabei sein könntest. Und das Glück haben wir tatsächlich. Er hat sich den Freitagabend für uns genommen. Schön, dass du am Start bist, Severin. Herzlich willkommen beim Alter Live. Ich grüße dich, Benne. Vielen, vielen Dank. Ich habe es ausnahmsweise mal geschafft. Grüße an die Community. Schön, dass ich dabei sein kann. Schön, dass wir unseren Freitagabend gemeinsam beginnen können. Und Prost. Für mich hat es nicht zum Kölsch gereicht. Es ist das Warsteiner geworden, aber ich bin nicht traurig drum. Alles klar. Aber auch du, ne? Komm gut ins Wochenende. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich auch. Super. Lass uns durch die Risk-Checks gehen und gucken, was die Community am Start hat. Ich sehe schon, ihr seid schon am Start. Schön, dass ihr da seid. Der Rainer ist am Start. Viele Grüße vom Schönberger Strand, so soll es sein. Liebe Grüße aus Lübbecke. Hallo, freue mich schon aufs Video. Start mit der Hamilton Khaki Daydate Automatik aus Ulm. Liebe Grüße, Thomas, schön, dass du da bist. Grüße aus Österreich mit der Seastar türkises Blatt, neue Tissot, auch sehr, sehr schöne Uhr, klasse. Jürgen aus Köln ist am Start, schön, dass du da bist. Der Sascha ist dabei mit der Mühle, yes, Klassiker, so soll es sein. Grüße aus Spanien am Handgelenk, die Aquaracer, super. Und eine Cruz Campo im Anschlag, so soll es sein. Schön, dass ihr da seid. Thomas ist dabei, er hat die Sea-Dweller am Handgelenk, wow, sehr, sehr tolle Uhr. Schöne Grüße auch in die Runde. HP, schön, dass du da bist. Wir haben Dormagen ist in the house. Roland mit der Longines. Severin ist mittlerweile wieder da. Hydro Conquest in Grau. Guten Abend zusammen. Der Jürgen hat die Seamaster am Start. Diver 300 Meter in Blau. Avenger GMT, eine Black Bay 58. Wie immer. Rainer hat die Super Ocean am Handgelenk. Wie immer, komplett durchgemixt. Ne? Ich liebe es super. Einfach. Ja, ich finde es auch das klasse. Schönste. Ja. Wir haben der Volker mit der Junkers Iron Annie dabei, noch eine Black Bay, eine Heritage 42, Tudor Pepsi GMT, Leute, klasse. Ah, hier ist eine Nomos dabei, Marc, schön, dass du da bist. Noch eine Nomos, eine Tangente, sehr cool. Seastar, Oris Aquis, Seiko, Nomos, Tangente. Also viele von denen, über die wir gleich auch sprechen. Ja, ja, so soll es doch sein, so soll es doch sein. Ich freue mich natürlich auch über euren Input an der Stelle. Ich sehe hier auch, Seiko Alpin ist dabei, Mido Ocean Star. I love it. Leute, mega. Ich glaube, wir sind ready. Lasst uns starten. Wir haben uns heute überlegt, wirklich ein Thema reinzubringen, was für viele relevant ist, weil, also nicht nur ist es der Start, ne? Tolle Uhren sollte man immer auf dem Schirm haben, ob es auch eine Ergänzung ist oder nicht. Aber ich dachte mir, weil viele Leute, die auf den Kanal gucken,
fangen vielleicht gerade erst an und ich kriege oft E-Mails, du auch, Severin, ja, danke, ja. Dass ihr uns helft, das Thema zu verstehen, auch weiter, ja, das Wissen aufzubauen, was ja doch manchmal ein bisschen kompliziert ist und auch neue Uhren zu entdecken. Und deswegen dachten wir uns, was ist der perfekte Start in die Sammlung? Wie kann es losgehen? Und das ist jetzt ein Satz, den ich gerne von euch auch vervollständigt haben würde. Der perfekte Start in die Sammlung ist, schreibt einfach mal rein, was ihr dazu sagen würdet. Eine Sache, die ich definitiv jetzt über die letzten anderthalb Jahre und auch durch den Austausch mit euch gelernt habe, ist vor allem, dass der perfekte Start in die Sammlung ist eine Uhr, die dir gefällt. Ich glaube, das steht allem im Vordergrund, egal was wir heute hier erzählen, welche Uhren wir hier in den Raum werfen. Am Ende muss die Uhr euch gefallen, am Ende muss sie mir gefallen, wenn ich sie kaufe, wenn ich mein Geld dahinter stecke und sie in meine Sammlung hole. Ich glaube, das sollte mal vorneweg gesagt sein, egal was andere Leute so sagen, die muss einem gefallen. Das finde ich einfach so als Disclaimer, sollte man, glaube ich, manchmal nochmal erwähnen. Definitiv, bin ich absolut bei dir. Aber ich würde sagen, Severin, du hast einen Start genannt. Ich glaube, die Tage haben wir einfach gesprochen und du hast gesagt, eine Uhr, mit der man auf jeden Fall starten muss, ist eine Seiko 5 Sports. Richtig. Und deswegen haben wir die ja auch dabei. Erzähl mal, wie kommst du da drauf? Was trägst du eigentlich am Handgelenk? Was sagt denn eigentlich dein Wristcheck? Mein Wristcheck sagt, es ist der Vorgänger der Seiko 5 Sports, es ist die Seiko SKX 007, die fast schon legendäre Einsteiger-Diver-Uhr aus dem Hause Seiko und auch der hauptsächliche Beweggrund, warum ich eigentlich jedem, der in das Uhren-Hobby tiefer einsteigen möchte, Seiko ans Herz legen kann, denn bei Seiko findet man eigentlich auf Anhieb bei einem sehr, 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 sehr attraktiven Preispunkt alles, ja, was eigentlich so das Uhrenherz begehrt. Ne? Man findet eine tolle individuelle Designsprache, man findet Historie, man findet vertikal integrierte Inhouse-Manufaktur und das halt schon ab dem kleinstmöglichen Preispunkt. Und eine Seiko, und das war mir damals, als ich eingestiegen bin ins Uhrenthema, wichtiger, als es mir irgendwie heute ist, weil ne, man entwickelt sich ja auch. Aber egal, welche Seiko man am Arm hat, wenn man jemandem gegenübersteht, der ein High-End-Sammler ist, jeder respektiert Seiko und jeder respektiert wirklich eigentlich jede Seiko, egal von welchem Preispunkt, weil wenn man eine Seiko am Arm hat, dann beweist man, dass man Ahnung hat, dass man sich mit Uhren auseinandergesetzt hat und es ist einfach ein super attraktiver Einstieg auch in die Welt der Automatikuhren, denn für den Preis, zu dem Seiko Automatikuhren mit Inhouse-Kaliber anbietet, bieten halt einige Fashion-Brands ganz, ganz billige Quarzuhren an, ne? Die halt von der Stange in, weiß ich nicht, an der Supermarktkasse zu haben sind. Für das Geld kriegt man halt bei Seiko ein echtes Stück Uhr. Und das finde ich einfach, super. Mit einer Seiko macht man nichts falsch. Das sind Arbeitstiere, die kriegst du nicht platt. Und ja, mein treuer Begleiter seit Tag 1 und nach wie vor. Cool. Also deswegen haben wir auch damit jetzt gestartet. Ich sehe gerade, was ihr so alles reingeschrieben habt. Finde ich auch richtig cool. Also auch ein guter Punkt, ne? Eine Uhr, die auch zum Geldbeutel passt, gerade wenn man anfängt. Und deswegen fangen wir auch gerade bei Seiko an, weil es ist auch eine Uhr, die trotzdem respektiert wird, auch wenn es egal ist, was andere sagen. Ne? Aber du hast für dich da was gefunden, was vom Style her passt, was von der Marke her passt. Seiko finde ich, es ist halt der 500 Pfund Gorilla aus dem japanischen Markt. Also da hast du trotzdem eine Marke, die auch jeder kennt. Aber du bist halt auch bei 270 Euro, wie wir gerade gesehen haben, bei einer Uhr, die trotzdem Automatikwerk drin hat. Das ist einfach ein super, super erster Schritt. Und du findest halt auch, wenn du sagst, du willst sportlich gehen, gehst du auf Seiko 5 Sports, dann gibt es ja auch was von dieser Urban Collection, die Allegiance Collection. Es gibt ja eine super große Bandbreite. Seiko ist ja echt sehr, sehr breitbasig aufgestellt. Ja. Rainer sagt das auch, sie muss zum Geldbeutel passen, das auf jeden Fall. Aber deswegen gibt es auch verschiedene Einstiegslevel und da kommen wir gleich noch zu, dass wir ein paar andere Varianten noch dabei haben. Der Markus schreibt rein, eine Uhr, die Spaß macht, egal ob Automatik oder Quarz. Und auch da würde ich mich nicht so festfahren auf eins. Also jeder fängt mal irgendwo an und auch diese, ich sag mal, Wertschätzung für Mechanik oder sowas, das kann ja auch später noch kommen. Mhm. Und da finde ich, kann man, also gerade wenn man reinkommt und einfach das Thema Uhr und vielleicht auch das Thema Zeit so ein bisschen für sich entdeckt, dann ist das wirklich egal, es sollte Spaß machen und sollte einem den Alltag verschönern. Und das so denke ich das auch, ja, auf jeden Fall. Sagt der Holger auch, der Anfang muss Spaß machen. Sehr, sehr cool.
Ja, und dann sagt er auch noch hier, einmal Taucher, einmal Stahlsport, einmal Flieger, mehr kann, muss aber nicht. Und das, da sind wir schon bei der Sammlung insgesamt. Und das bietet natürlich auch die Seiko 5-Linie. Die bieten ja auch verschiedene Varianten an. Genau. Hier jetzt die Taucheruhr. Du hast es eben auch schon angesprochen. Die haben aber auch noch ja eher so, ich sag mal, Sportstahluhren, jetzt wie zum Beispiel hier diese klassischen Seiko 5s auch, ne, Datumsanzeige dabei, Wochentagsanzeige, die klassische Krone hier auf 4 Uhr. Die bieten einfach viel fürs Geld. Ich würde mich jetzt tatsächlich gar nicht auf eine Uhr da festlegen wollen, auch wenn ich gesagt habe, es gibt Top 10, aber Seiko 5 ist so unser Start und ich glaube, ja, da kann man ganz gut starten. Holger schreibt gerade rein, die Preis-Leistung Seagull 1963 macht einfach Spaß. Wir hatten am Telefon darüber gesprochen, Holger, dass das ist diese chinesische Chronographenuhr, auch super vom Preis-Leistungs-Verhältnis, richtig cool. Habe ich noch nicht in der Hand gehabt, aber auch sicherlich ein guter Start. Schaut mega toll. Rein. Ja. Ja, machen wir weiter. Schauen wir rein, was wir noch am Start haben. Und zwar nächste Brand, die du mir zugerufen hast, Severin, war Tissot. Und ich fange jetzt hier einfach mal auf der Tissot-Website an, weil wir haben hier schon die Tissot SeaStar 2000. Wir haben sie eben auch in den Wristchecks gesehen, am türkisen Blatt. Aber wenn man runterscrollt, sieht man hier zum Beispiel noch die PRX. Wir sehen hier auch die Chronographen, die PRC-Chronographen. Mhm. Tissot bietet extrem viel an. Ich habe mir jetzt zwei Modelle dabei, die ich euch gerne genauer zeigen möchte. Zum einen die Tissot Gentleman, eine Uhr, die ich auch immer wieder auf YouTube sehe, in Artikeln sehe, wo einfach gesagt wird, ey, da kriegst du so viel auch Uhr fürs Geld, was ja auch wichtig ist, ich sag mal, wenn man den Einstieg macht und vielleicht auch das mit der Mechanik noch nicht so zu schätzen weiß und nicht so viel Geld in die Hand nehmen will, was ich sehr, sehr gut verstehen kann. Hier für 820 Euro trotzdem eine richtig klasse Uhr, eine Sportstahluhr, wie man so gerne sagt, eine Uhr, die in allen Lebenslagen, würde ich sagen, funktioniert. Ja. Sowohl am Lederband als auch am Stahlband, wirklich passt immer dabei, auch da ein Datumsfenster dabei. Was sagst du dazu? Wie gefällt dir die Gentleman? Ich finde die super. Also ich bin echt sehr, sehr angetan von der Uhr. Ich bin ja in vielen, so wie du es eben schon gesagt hast, ich bin ja auf vielen Magazinen, vielen Uhrenforen etc. unterwegs, einfach auch im Rahmen der Recherche für die Arbeit, die ich für euch mache. Und diese Uhr, ich habe noch nie eine schlechte Sache über diese Uhr gelesen und das ist wirklich ganz egal, ob du eine Sammlung hast, eine One-Watch-Collection, eine 10-Uhren-Kollektion, High-End, Low-End, diese Uhr passt einfach immer überall rein und ich glaube, die kriegt zu Recht, erntet sie die Lorbeeren, die sie erntet, da hat Tissot echt ein sehr, sehr gutes Ding rausgehauen. Sehr, sehr begeistert, sehr, sehr begeistert. Ich habe sie leider noch nicht ausgiebig tragen können, ich hatte sie ein paar Mal kurz am Arm, ich hätte mal gerne ein paar Tage mit ihr, aber ansonsten, ich habe auch von unseren Kunden, die diese Uhr haben, echt nur Gutes gehört bisweilen. Cool, das ist immer das Beste, Kundenfeedback, weil wir können viel drüber sprechen, ne? So, man hat die dann ein bisschen, eine Stunde, zwei vielleicht am Handgelenk und kann mal so gucken, wie sie wirkt, aber sie am Ende im Alltag zu haben, ist das Kundenfeedback ist immer das Beste. Ja. Christian schreibt was rein, das spiele ich einfach mal zu, sollte wertstabil oder günstig sein? Mhm. Der Geschmack kann sich ja am Anfang noch stärker ändern und das gebe ich dir absolut recht, der Geschmack kann sich komplett ändern, man findet ja auf dieser Reise, findet man erst so seinen Geschmack, deswegen finde ich diesen günstigen Einstieg genau richtig. Wertstabilität, man weiß es halt nicht immer ganz genau, was ist jetzt wertstabil und was nicht. Wie siehst du das? Ich sehe das genauso wie du, man weiß es nicht genau. Im Endeffekt ist ja Wertstabilität auch immer so ein klein bisschen eine Sache der Spekulation. Man kann sich natürlich wie mit allen Sachen verspekulieren, aber ich denke gerade am Anfang ist es wichtig, genau Recherche zu betreiben, gucken, wo will ich hin, nicht blauäugig vielleicht drauf loskaufen. Und im Endeffekt finde ich gerade, das Uhrenhobby ist eine tolle Möglichkeit, schlau einzukaufen und dann kein Geld zu verbrennen. Denn wenn du schlau kaufst, ist das Geld in deiner Uhr eingefroren, egal in welchem Preispunkt die ist. Und du kannst es eigentlich immer wieder ganz gut rausziehen. Und auch wenn das natürlich nicht primär das Ziel sein sollte, also für mich persönlich, ich finde es auch gut, wenn ich weiß, ich schmeiß kein Geld zum Fenster raus. Ich meine, wer findet das nicht gut? Und ich denke, wer schlau kauft, der hat eigentlich in jeder Uhr jeglicher Preisklasse die Möglichkeit, einigermaßen zumindest werterhaltend zu fahren. Ja, wer schlau kauft, ist derjenige, der natürlich, ich sag mal, auch beim Kauf einen guten Deal macht. Ja, deswegen seid ihr in der Community natürlich direkt an der Quelle. Also mit dem Community-Rabatt, wenn ihr da noch nicht dabei seid, tragt euch da unbedingt einfach in der Videobeschreibung ein. Gibt es für viele der Uhren, die wir auch heute diskutieren, einfach den Fairness-Rabatt, den Community-Rabatt für die Treue. Das einfach mal ganz kurz an der Stelle noch gesagt. Dustin schreibt rein PRX und der Andreas schreibt direkt hinterher, PRX ist der perfekte Einstieg. Da würde ich gerne kurz darauf eingehen, weil das ist auch eine Uhr, da gebe ich euch absolut recht.
die hat dieses Jahr richtig für Aufsehen gesorgt. Mhm. Hier, und da haben sie auch eine coole Website so gebaut. Die baut sich so auf. Auch. Ja, mega. Richtig schön. Also ja. Ne, neu inspiriert aus der Vergangenheit, aus den 70ern, damals 1978 vorgestellt. Erst in Quarz, das ist jetzt die Quarz-Variante. Und dann haben sie die jetzt noch mit einem Waffeleisen, mit dem Powermatic Automatikwerk vorgestellt. Ja, was sagst du dazu? Wäre das jetzt so meine Uhr Nummer 3 tatsächlich? Finde ich super, finde ich echt klasse. Ich habe auch damals, als ich den Sekundenstopp darüber geschrieben habe, echt bin ich sehr, sehr ins Schwärmen gekommen. Weil was man nicht vergessen darf, trotz des sehr, sehr fairen Preispunkts, ist Tissot ja wirklich eine Uhrenmarke à la Bordeaux. Also es ist ja wirklich eine mit wahnsinnig Historie. Und diese Uhr für den Preis hat eine Historie inne, die sich echt sehen lassen kann. Und was Tissot da gemacht hat, finde ich echt klasse. Ich bin auch Fan von der Quarz-Variante. Ich mag tatsächlich die Sonnenschliffblätter von den Quarz-Tickern lieber als die Waffeleisen. Also allein von der Optik so gefällt mir das ein bisschen besser. Finde ich super. Richtig, richtig klasse Uhren. Ja, also auch da, wir haben da einige schon, die, ich sag mal, reserviert haben. Die werden jetzt langsam ausgeliefert. Wir haben sie ja auch in Automatik verlost bei unserem Kicktipp-Gewinnspiel. Ist gut angekommen und ja, schön. Freut mich sehr. Mhm. Was haben wir noch? Was habt ihr noch reingeschrieben? Erste Uhr, Tissot Gentleman Powermatic in Grün von Altair. Genauso soll es doch sein. Deswegen haben wir sie dabei. Tissot und Certina, finde ich gut. Gefällt mir auch gut. Und zwar, lass uns damit vielleicht weitermachen. Denn Certina haben wir in unserer Auswahl heute auch dabei. Ist tatsächlich auch die nächste Brand schon. Yes. Ich würde da tatsächlich direkt auf die Taucheruhrenkollektion gehen, weil auch das ist für mich ein Thema. Die erste Uhr sollte immer eine Uhr sein, die man, ich sag mal, versatile, universell tragen kann. Am Wochenende, auf der Arbeit, musst dir keinen Kopf machen. Vielleicht nicht unbedingt das Edelste mit viel poliert und Dresswatch und so, sondern muss halt was sein, was auch was ab kann, finde ich jetzt, weil die Uhren sollen getragen werden und da soll man Spaß dran haben. Und das, finde ich, bietet Certina mit der DS Action Diver Kollektion absolut, jetzt neuerdings vorgestellt hier in den kleineren 38 mm. Aber gibt's auch, die haben auch die DS PH 200 Meter, was so ein bisschen Vintage inspiriert ist, und auch die größeren Modelle hier, die haben wir letztes Jahr auch vorgestellt und die kommen einfach super gut an, super Preis-Leistungs-Verhältnis, knapp unter 800 €, ja, und einfach Wahnsinn. Viel Uhr, ne? Ja, absolut. Also bei Certina bist du vielleicht, das ist, ich sag mal, wenn man nicht gerade im Uhrengame drin ist und ich sag, Altair folgt und den Sekundenstopp liest, dann fällt, ich sag mal, Certina manchmal so ein bisschen hinten ab, finde ich. Also selbst ich kannte Certina nicht so gut, bevor ich bei Altair angefangen habe. Mhm. Aber je mehr Zeit ich mit denen verbringe, auch die Chronographen, der DS Chronograph ist auch ein super Chronograph. Und das echt für eine kleine Maus. Das will man eigentlich so, wenn man den Einstieg, wenn man nichts falsch machen will. Stefan schreibt auch rein, Certina oft unterschätzt. Der Stefan weiß es, der hat sogar 2 Stück davon. Sehr, sehr cool. Ja. Und hier die Certina DS Action Divers Sea Turtle Conservancy, die machen sogar was, Raisin Awareness für die Erhaltung von Schildkröten, Meeresschildkröten. Und das ist hinten auf dem Gehäuseboden auch eingraviert. Ist, glaube ich, sogar jetzt hier die türkise Variante, die speziell. Aber ja, das sind gute. Ne, Severin, nicht vergessen. Thomas schreibt rein, trinken nicht vergessen. Zum Wohl. Ja, auf euch. An euch. Schön, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, ihr nehmt was mit. Entdeckt vielleicht auch die ein oder andere neue Uhr. Ah, herrlich. Herrlich. So kann man ins Wochenende gehen. Definitiv. Das war also Certina. Aha. Jetzt habe ich eben, ganz kurz, da gehe ich nochmal drauf zurück. Gerade eben habe ich nämlich gelesen. Was habe ich gelesen? Ich habe nämlich gelesen, ja, hier genau, der Holger hat reingeschrieben. Lieber etwas länger sparen und eine Longines oder Mido. Bei Tissot oder Seiko verbrennst du das Geld. Typischer Anfängerfehler. Mhm. Also muss man gucken, ne? Es kommt immer noch an, wie man die Uhr auch einkauft. Das ist, das habe ich eben, wie gesagt, ist das Thema. Genau. Aber grundsätzlich finde ich den Ansatz zu sagen, nimm dir ein bisschen mehr Zeit, sondier den Markt vielleicht ein bisschen mehr, spar vielleicht 2, 3, 4 Monate länger, aber geh dann den nächsten Schritt. Und das ist etwas, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich bin so ein bisschen Impulsmensch, bin ich ganz ehrlich. Deswegen 100%, ich auch. Ja. Ist das so einfach gesagt, aber nicht immer einfach getan. Aber da ist definitiv das nächste Level, und das hat der Holger angesprochen, ist hier natürlich Mido. Und gerade Mido bietet auch ein geniales Preis-Leistungs-Verhältnis an. Ähnlich wie Certina ist auch Mido oder auch Tissot aus der Swatch Group. Und die haben hier auch mit ihren Taucheruhren eine ganze Taucheruhrenfamilie. Die 200C, die ihr jetzt hier seht,
Hier die Tribute, sogar was Vintage-inspiriertes dabei. Hier haben sie die 600er auch am Start. Das ist für mich eines der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse, die man aktuell so in dem Preissegment finden kann. Muss man ein bisschen mehr für sparen, das ist so, aber dafür hat man eben hier auch dann eine Keramiklimette dabei, die sich dann auch im Papier auch einfacher liest. Ne? Da ist ein Chronometerwerk drin und auch eine Schließe mit einer Feinjustierung. Also die bietet auch ein Papier ultra viel. Aber ja, da musst du dann halt ein bisschen länger für sparen, aber das lohnt sich dann auch vielerseits, weil man einfach länger was von der Uhr hat. Ne? Wie siehst du das? Das ja, auf jeden Fall. Ich sehe das auch so. Das ist jetzt ein sehr, sehr gutes Beispiel, denn dieser Preispunkt da, so roundabout 1.500 €, das ist, glaube ich, schon das, wo man sagen kann, da kriegt man, gerade wenn man sich so im Bereich Swatch Group, vielleicht dann noch ein bisschen anders, die paar Marken, über die ich meine, sprechen wir gleich auch noch drüber. Wenn man sich so in diesem 1.500 € Price Bracket ungefähr orientiert, da findet man schon dann die ersten Upgrades, ne, so mit Chronometerwerken, mit Schließen, mit Tauchverlängerung, mit Feinverstellungen, mit Keramiklünetten, mit großen Wasserdichtigkeiten etc. pp. Und ich habe am Anfang das Gleiche gemacht. Ich hatte am Anfang Geld gespart und habe gesagt, ich gehe jetzt in das Uhrenhobby rein und habe mir drei einigermaßen günstige Uhren gekauft, wo ich mir im Nachhinein dachte, hätte ich vielleicht das Geld zusammengehalten, vielleicht noch ein Monatsgehalt zur Seite gelegt ein bisschen, oder hätte ich mir eine richtig gute gekauft, aber im Nachhinein ist man schlauer, es gehört auch zur Uhrenreise, und das finde ich ist was auch super wichtig ist. Es gibt halt nicht das Schema F, ne? Jeder zieht das halt irgendwie auf, und es geht halt im Endeffekt auch darum, Erfahrung zu sammeln, und egal bei welcher Sammelleidenschaft ist ja irgendwo auch immer die Reise das Ziel, ne? Absolut, absolut. Der MS Flash Gear hat reingeschrieben, sich bei Uhren um 500 bis 1000 Euro über Wertsteigerung Gedanken zu machen, ist doch Käse. Gehe ich hundertprozentig mit. Also da sollte man nicht drüber nachdenken. Ja. Keiner will Geld verbrennen, deswegen, ne, bisschen den Dialog suchen, in der Altair-Community dabei sein, dann ist das auch der richtige Weg. Ja, ich meine, wenn man 20% oder 15% sind 15%, ne? Dann, wenn man ein gutes Verhältnis zu seinem Konzi hat, nett fragt, einen guten Austausch ist, dann nimmt man das doch mit, und dann hat man noch was gewonnen, ist doch auch gut. So ist es. Olli schreibt rein, die Mido sieht sehr ähnlich wie die Omega Seamaster 300 Meter aus. Ist der entfernte Cousin in der Swatch Group? Vielleicht haben sie sich da abgesprochen oder inspirieren lassen. Das kann gut sein. Markus, liebe Grüße auch an dich. Schön, dass du da bist. Unterschätzt wird oft die Titoni Seascoper. Ein tolles Teil. Habe ich schon von mehreren Leuten gehört, dass das wirklich cool ist. Auch im Papier sieht die sowieso gut aus. Gute Sache. Die Inflation lässt jede mechanische Uhr mit Namen im Wert steigen. Ja, Inflation ist ein ganz eigenes Thema, und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum Uhren immer mehr an Beliebtheit gewinnen. Und der Michael schreibt rein, hey, das ist schön, dass du da bist. Uhren sind Gebrauchsgegenstände, welche Spaß machen sollen. Sehe ich genauso. Und gerade in der Preisrange, ich sag mal bis 1000 Euro, da hat man halt mal richtige Mechanik in der Hand. Und dann soll man die auch erleben und Spaß damit haben und losziehen und ja, Geschichten schreiben mit der Uhr. Darum geht's ja auch irgendwie am Ende. Definitiv, ja. Bin ich komplett bei dir. Freue mich, dass wir in der Community diese Einstellung haben und nicht nur auf Anlageobjekte. Da müssen wir nämlich in Portfoliotheorie reingehen, und da, ich bin froh, dass mein BWL-Studium vorbei ist. Pacific Blau, der Marvin schreibt noch rein, Kompensationskäufe würde ich vermeiden, lieber dann auch was Teureres sparen, als eine Uhr, die dann immer nur die ist, die ähnlich der ist, die man eigentlich wollte. Ja, genau so ist es. So. Ja. Lass so eine Entscheidung länger durch den Kopf gehen. Absolut. Im Endeffekt ist leider der Kompromiss immer der Kompromiss und wird immer der Kompromiss bleiben, und das wird man auch nicht los. Ja. Und du kannst mir nicht mit der gleichen Liebe auf die Uhr gucken oder auf egal, was du dir stattdessen gekauft hast, wie als hättest du, du wirst dich immer ein bisschen ärgern, glaube ich, jetzt nicht durchgezogen zu haben, darum. Ja. Und letzter Punkt vielleicht, um das abzuschließen. Es geht ja auch eher darum, die Uhren überhaupt wieder loszuwerden. Das hat so viel Kopfschmerzen. Dann musst du dich da irgendwie mit an Privat oder an Grauhändler, und dann nehmen die vielleicht nicht die richtigen Modelle. Und dann musst du dich da in Nachrichten hin und her kaputt. Lieber die richtige Uhr kaufen, 30, 40 Jahre Spaß damit haben und einfach, ja, sie dann am Ende am besten an die Kinder weitergeben. Das ist der beste Weg. So, was haben wir als nächstes? Als nächstes haben wir uns rausgesucht, und das ist auch die Marke, die ist schon gefallen, und zwar haben wir hier die Hydro Conquest von Longines. Du hattest eben in der Vorbereitung auch noch gesagt, ja, nimm doch noch die Conquest mit rein. Bin ich komplett bei dir, tolle Uhr, aber ich sag euch, ich habe zu der Hydro Conquest, glaube ich, die meisten Gespräche mit Kunden.
Ich glaube, mit Abstand. Das ist, glaube ich, auch eine der bestverkauftesten Uhren bei uns im Sortiment. Und am Ende zählt das, was am Markt gut ankommt. Die Kunden sind zufrieden damit. Ihr seid zufrieden damit. Dein Mitbewohner hat sich die Uhr tatsächlich auch gekauft und ist auch mega zufrieden damit. Ja. Ich höre nur Gutes über die Hydro Conquest und freue mich jedes Mal, wenn sie am Handgelenk ist. Sie kommt gut an. Wir haben vorletzte Woche ein Video hochgeladen, auch wo ich die Kollektion mal ein bisschen vorgestellt habe. Auch das kommt gut an. Deswegen, ihr seid einfach überzeugt von der Uhr und deswegen muss sie, glaube ich, auch mit rein. Wie siehst du das? Ja, absolut. Also die Hydro Conquest ist wirklich auch eine Uhr auf, also ich meine, ich habe ja nicht so viel mit Sales zu tun wie du bei uns und ich kriege so viele E-Mails. Wenn jemand Interesse an einer Uhr hat, dann ist es so oft die Hydro Conquest und du hast es gerade schon gesagt, ich habe auch... Ja, mein Mitbewohner, ich habe ihn nicht beeinflusst oder irgendwas, sondern ich sag mal, die Recherche, die man betreibt für die erste Einsteiger-Luxusuhr, die führt einfach häufig an der Hydro Conquest nicht vorbei, muss man einfach sagen, wie es ist. Und das finde ich auch gut so, denn diese Uhr ist ein Knaller. Ja, wir haben sie heute zwar nicht dabei, Markus, aber du hast absolut recht. Hamilton ist immer stärker in Thailand, aber auch hier in Deutschland. Ne? Die machen viel richtig. Die bleiben in ihrem Preissegment, aber bringen trotzdem jetzt eine Keramiklinette mit rein. Absolut. Und der Frank stimmt da auch zu. Hamilton ist klasse. Gebe ich euch recht. Kommt immer mehr. Und Manfred sagt auch, ja, Hamilton hat Tradition und Historie mit Klasse. Wahrscheinlich hätte ich die definitiv mit reinnehmen müssen. Die Khaki Field Mechanical ist wahrscheinlich eine der Uhren, die den perfekten Einstieg bieten. Mit Handaufzugswert mit 80 Stunden Gangreserve, einem Military Look, Hacking Seconds, also eine richtig, Military richtig tolle Historie, Uhr. Ne? Die, eine wirkliche Einsatzuhr, also die hat was auf dem Buckel. Ja, also die ist mir durchgerutscht, sorry dafür, aber da auf jeden Fall mit auf dem Schirm haben, die Hamilton Khaki Field Mechanical gibt es auch in verschiedenen Varianten, habt ihr absolut recht. Mhm. So, vielleicht ganz kurz für dich, bevor wir weitermachen, Thomas schreibt rein, Abend Jungs, wollte eure Meinung zu Oyster Perpetual 41 mit silbernem Blatt von Conzi als Einsteigeruhr wissen. Feier euch und weiter so, ich feiere dich auch, Severin, danke, dass du da bist, Thomas. Erzähl mal, was sagst du dazu? Finde ich eine super Uhr für den Einstieg, wenn man die Chance hat, da ranzukommen, wenn man natürlich allem vorausgesetzt, wenn man die Uhr liebt, wenn es die Uhr ist, die einen erfüllt, die einen glücklich macht, dann ist das eine klasse Einsteigeruhr. Ich kenne einige Leute, die eine Oyster Perpetual haben, 41 mm ist eine tolle Größe und sie ist ja total vielseitig, kann schlicht zum Anzug getragen werden, kann sportlich am T-Shirt getragen werden, kann am Pool getragen werden und ja, es gilt, kauf, was du liebst und wenn du die Uhr liebst, dann ist es auf jeden Fall die richtige Einsteiguhr. Ja, ich finde es auch eine schöne Uhr. Du hast Rolex-Qualität in einem schlichten Design. Was ich nicht machen würde, ehrlicherweise bei einer Oyster Perpetual, das ist, muss man ja sagen, in Anführungsstrichen dann nur eine Uhr mit drei Zeigern ohne andere nennenswerte Funktionen, würde ich jetzt nicht anfangen, 30-40% über dem Stickerpreis auf dem Graumarkt zu bezahlen, muss ich sagen, das wäre dann nicht so meins. Aber wenn du die Chance hast, zur Liste daran zu kommen, ist es eine Top-Uhr. Ja, sonst geduldig sein. Absolut. Genau. Absolut. Okay, lass uns mal weitermachen. Und zwar hast du auch noch Union in den Ring geworfen, weil du gesagt hast, wer, ich sag mal, ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen will und vielleicht auch dann auf deutsche Uhrmacherkunst setzt, weil Union kommt aus Glashütte, lange Geschichte, haben wir auch zugesprochen. Ja. Der hat direkt Union auf dem Schirm, wie ich finde, auch mit coolen Modellen, eigene Modelle, schick. Hier haben wir die Belisa Datum Sport, den Chronograph mit Mondphase, auch hier aus der aus der Noramis-Kollektion, ein bisschen auch so 1893 Dürrstein-Edition Chronograph, ganz ausgefallene Sachen, die bauen ihre Uhrwerke alle selber zusammen. Mein Favorit für den Einstieg, auch hier wieder was Sportliches, wäre definitiv die Taucheruhr. Ich finde die super. Wer ein größeres Handgelenk hat, die ist ein Ticken größer, die misst 44 mm im Durchmesser. Ja. Kann nicht jeder tragen, bin ich ganz ehrlich, aber trotzdem finde ich das eine klasse Uhr. Und dann um die 2.000 Euro auch hier, finde ich, bietet viel fürs Geld. Also das ist eine Uhr, die hat auch nicht jeder. Ich sag mal, das ist auch nochmal so ein Thema. Ne? Man will sich ja auch so ein bisschen mit der Uhr ausdrücken. Ist eine Uhr, die ich oft auch in den Ring werfe, wo die Kunden sagen, oh, habe ich gar nicht am Schirm gehabt, richtig coole Sache. Ja. Und nehmen die dann auch mit. Und das freut mich immer ganz besonders, wenn man eben
die Perlen der Industrie so ein bisschen aufdeckt. Ja, das stimmt. Also die Belisar-Reihe ist einfach ein richtiger Underdog. Generell finde ich Union stark underrated und auch undervalued. Also für das Geld kriegt man wirklich eine ganze Menge. Und ich wollte an der Stelle noch einmal kurz sagen, weil ich es gerade im Chat gelesen habe vom Holger, die Sinn 556, ich weiß nicht, ob wir Sinn dabei haben, aber ich glaube, wenn man über deutsche Uhren spricht, dann darf man Sinn nicht vergessen. Und es ist fast eine Schande, dass ich es nicht gesagt habe. Ich bin ja großer Sinn-Fan. Und habe es im Eifer des Gefechts natürlich auch nicht auf dem Zettel gehabt. Aber ja, genau. Gilt Ähnliches, würde ich sagen, wie für Union. Wer Lust hat auf eine Uhr aus Deutschland mit einem sehr, sehr attraktiven Preispunkt, mit einer Menge geballter Power und Know-how, der ist bei Sinn auf jeden Fall auch richtig. Absolut. Andreas schreibt auch gerade schon rein, meine erste bewusste gekaufte Uhr war auch eine Sinn. 303 Autofahrer, Chronograph mit allen Kreuzen auf der Extraliste. Ja. Für andere Projekte verkauft. Das passiert auch manchmal, aber absolut Sinn. Sinn hat jetzt heute nicht mal auf der Liste, weil ich glaube auch, dass Sinn ist nicht die Marke, auf die man direkt aufmerksam wird. Nee, vielleicht stimmt, hätten wir sie deshalb auch eher nochmal mit reinnehmen müssen. Ihr merkt, es ist so breit, diese ganze Welt der auch mechanischen Uhren. Fällt uns schwer, da alles so zu moderieren und auch ein bisschen klein zu halten. Holger schreibt noch eine Sammlung. Was ist mit Vintage Casio, Citizen und Seiko? Also Vintage habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung von. Ich gucke immer mal wieder nach so einer Geburtsjahruhr, was, glaube ich, jetzt nicht irgendwie für den Einsteiger gut ist, weil da musst du dich auch echt auskennen und dann weißt du nicht, wie die Service-Historie ist. Ist, glaube ich, schwierig. Ja. Also man sagt ja immer, kauf den Verkäufer. Bei uns weiß ich, wer der Verkäufer ist, deswegen habe ich da ein gutes Gefühl bei. Aber Vintage, müsst ihr mal reinschreiben, ob ihr da Erfahrung mit habt. Sonst im Forum gibt es da sehr, sehr viele Informationen. Bei Vintage kann man sich halt echt gut die Finger verbrennen. Ne? Da muss man halt wirklich aufpassen, weil häufig existieren für Vintage-Modelle nicht mehr so 100% genaue Dokumentationen. Da weißt du nicht, sind alle Werksteile original und kannst es im Zweifel halt dann auch nicht nachvollziehen. Vielleicht ist es dann so eine klassische Frankenuhr, die dann irgendwie zusammengebastelt wurde. Da würde ich aufpassen. Und so wie du es sagst, wenn man sagt, man geht auf Vintage, dann würde ich mich mit einem Vintage-Händler in Verbindung setzen, glaube ich, der Ahnung hat und versteht, was er da tut, ja. Ja, also ich sehe schon hier, wir haben also der Holger auch nochmal Sinn EZM 3. EZM hast du auch Erfahrung mit? Yes. Holger schreibt auch noch rein, Union ist pures Understatement, top. Wir merken hier, also es kommt immer mehr, auch hier Union mit dieser Fliegergangreserve, auch klasse, absolut. Aber die deutschen Marken kommen gerade. Und gerade, wir sind ja deutscher Juwelier, deutsche Uhren gibt es ja auch, die sind auch richtig klasse. Bringe ich für euch auch noch Junghans mit. Ist ein ganz anderer Stil, nicht so sportlich, nicht so robust, aber ich sag mal, für den, der eher, ich will gar nicht in Schubladen denken. Der diese Uhr cool findet und Bauhaus inspiriert, Max Bill kommt aus der Bauhauslehre, die Uhr ist auch klasse und auch unter 1.000 Euro sicherlich erschwinglich. Ich habe einen guten Kumpel bei meinem alten Arbeitgeber, der die auch hatte und für den das einfach der Start in die mechanischen Uhren war. Und der hat über die Uhr hat er gelernt, okay, was ist Quarz, was ist Mechanik, hat er Radin reingebracht und er trägt die tagtäglich, was ich klasse finde. Und Junghans, auch eine Marke mit viel Geschichte, und das ist eben ein zeitloses Design. Gibt es auch in verschiedenen Varianten. Ja, wollte gerade sagen, also Junghans ist da ja super endverbraucherfreundlich. Also wer auf diese Art von Uhr steht, der wird bei Junghans auf jeden Fall fündig. Wie stehst du denn dazu? Also wär die was für dich? Ich kann ja vielleicht einmal kurz sagen, ich bin echt gar kein Dressuhren-Guy eigentlich so. Mhm. Ich habe einfach, in meinem Alltag bietet es sich nicht an, eine Dressuhr zu tragen. Also wirklich, ich habe 0% Verwendung für so eine Uhr. Dementsprechend habe ich mich noch nicht so intensiv mit Dressuhren auseinandergesetzt. Wie geht's dir? Du trägst ja doch ab und an Anzug. Früher mehr, also heutzutage eigentlich nur für Show. Ja. früher habe ich viel Anzug getragen, aber also die Max Bill oder die Junghans an sich ist für mich jetzt als Dresswatch wirklich interessant, weil das fehlt mir auch noch in der Sammlung. Gibt auch einen Grund, warum mir das noch fehlt, weil es vielleicht nicht irgendwie die Prio ist. Aber ich finde, das hat seine Daseinsberechtigung. Und es gibt eben den Typ, der eher sich zu so einer Uhr hingezogen fühlt. Ich habe viele Freunde. Deswegen ist jetzt auch nicht meins. Ich habe andere Uhren im Blick, die zuerst kommen. Aber ich glaube, dass Junghans eben viel bietet, viel Geschichte bietet, deutsche Uhr mit einem eigenständigen Design. Und Junghans ist auch nicht der einzige Hersteller, der da viel bietet, sondern ein weiterer, auch über den wir gesprochen haben, der auch sehr, sehr viel anbietet aus Deutschland, ist Nomos. Jawohl. Ganz junges Unternehmen, 1990 erst gegründet, aber bietet eben auch diesen Bauhausstil an.
Das ist, also die haben eine richtig, richtig coole Story, auch verschiedene Modelle, aber man sieht eine ganz eigene Designsprache. Hier ist mal so das Line-Up, auch in viereckig und ja, richtig cool. Das Modell, was da am besten oder am meisten verbreitet ist, ist die Nomos Tangente. Ist quasi die Max-Bill, will ich fast sagen, von Nomos. Tolle Uhr und Nomos schön. An sich. Ja. Kleiner Fun Fact, Nomos ist der erste Hersteller aus Deutschland seit Lange und Söhne, der den Grand Prix de l'Horlogerie de Genève gewonnen hat. Und das muss man erstmal hinkriegen, also den Oscar der Uhrenindustrie quasi. Mhm. Ne? Mhm. Das finde ich beeindruckend und das ist eben eine Uhr, die ist sich selber treu, die ist dem treu, wofür Nomos steht. Und ich würde sagen, wer ein bisschen mehr Kohle in die Hand nehmen kann, der sollte da auch gucken, ob Nomos da für ihn interessant ist. Ich glaube, die liegt hier mit Handaufzugswerk bei 1.460 Euro. Ja. Auch völlig legitim, wie ich finde. Aber ja, ist auch ein guter Einstieg in die Sammlung, wie ich finde. Definitiv. Und ich finde, das habe ich gerade im Chat gelesen, da hatte der Holger geschrieben, bei Nomos muss ich immer an den Altkanzler Schröder denken. Der trug die immer. Wir hatten auch neulich nochmal drüber gesprochen. Also Nomos ist wirklich auch eine Marke, die seit Bestehen, die also viele deutsche Politiker auch mit Uhren versorgt. Es gibt einige, die diese Uhren von Nomos tragen und auch gerne und viel tragen. Und ich glaube, wir hatten mal zusammen rausgefunden, dass, glaube ich, Nomos sogar einen Deal hat auch mit der Bundesregierung. Ne? Irgendwie war da mal sowas, das hatten wir mal irgendwo gesehen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall eine Uhr, die für den Preispunkt absolute Hammerqualität liefert. Wir haben jetzt gerade keine Bilder vom Werk gesehen, aber das ist halt auch in-house, es ist veredelt, es ist wirklich wahnsinnig schön anzusehen und einfach klassisch. Würde ich mich für eine Nomos entscheiden und ich hake das Thema Nomos noch nicht ab, denn irgendwann, glaube ich, wenn ich sage, ich gehe auf was Dressiges, dann bin ich mit Nomos schon echt arg finde ich schon sehr attraktiv. Für mich wäre es dann so die Club Campus spezifisch, ja, weil die dann doch noch so diesen kleinen sportlichen Touch hat, ne, gerade mit diesem California-Dial, das finde ich super attraktiv und ja, da kann man einfach richtig Gas geben, die haben eine Menge Potenzial. Ja, Sascha schreibt rein, Nomos ist ein toller Hersteller, bei der Fertigungstiefe finde ich sie schon fast unschlagbar. Das meinte ich genau, ja. 95% Made in Glashütte, also Hut ab, ne? Cool. Ich sehe hier gerade noch Vintage. Hier, Michael schreibt rein, Vintage wächst man automatisch rein, wenn man seit 30 Jahren immer wieder eine Uhr kauft und die Sammlung größer wird. Klar. Absolut. Ganz automatisch, ne? Das ist wie so ein Haarkennzeichen, wenn man das Auto behält. Irgendwann werden sie dann Vintage. Absolut. Aber da muss man sich schon reinfuchsen, wenn man halt, ich sag mal, die Sammlung starten möchte mit Vintage. Okay, jetzt habe ich noch eine. Ich glaube, wir haben jetzt 9. Ich habe ein bisschen mitgezählt. Wir haben jetzt 9. Für mich, wenn ich heute eine Sammlung starten würde und ich würde wahrscheinlich die Strategie auch unterstützen, ein bisschen mehr beiseite zu legen, vielleicht als Ziel. Ich weiß nicht, ob ich mir wahrscheinlich zwischendurch so eine PRX schießen würde, einfach um eine tolle Uhr am Handgelenk zu haben. Aber wenn ich so einen Grail, so den Meilenstein feiern dürfte, dann würde ich mich hier wiederfinden. Ich glaube, Omega, und das sehe ich auch in vielen, vielen Gesprächen, ist der Preispunkt ist zwar steil, aber du bekommst unfassbar viel für dein Geld. Insbesondere zieht mich das sehr an, weil ich da bei so einem Invest sehr langfristig denke. Und da muss man sich natürlich sicher sein, dass das die Uhr ist, auf die man auch Lust hat, die man auch haben will. Ich würde in die Richtung gehen, weil ich sie auch heute trage, weil es eine One Watch Collection ist für mich, so habe ich das Video letztes Jahr genannt und viele von euch haben dazu gestimmt, weil du sie einfach immer tragen kannst. Ja. Sie ist nie fehl am Platz und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und wenn man ein bisschen mehr auf der hohen Kante hat und sagt, boah, jetzt gönne ich mir mal was. Ich habe da eine große Affinität zu, weil mein Opa hat sich eine Omega Seamaster, eine Cosmic 2000 in den 70ern gekauft. Super, mein Bruder trägt die mittlerweile. Ja. Und ja, das ist so der Gedanke, den ich dabei auch habe. Der hat das damals natürlich deutlich günstiger gekauft, aber für die damalige Zeit natürlich auch teuer, weil auch damals eine Omega. Ja. Aber das ist der Anspruch, mit der ich diese Uhr trage, dass ich sage, das ist die Uhr, die ich irgendwann mal auch meinen Enkelkindern weiterreiche. Das finde ich eine klasse Sache. Überleben wird sie es. Das Ding ist ja echt,
Und da musst du dir keine Gedanken machen, tolles Uhrwerk mit der Koaxialhemmung. Ja. Ja. Der Stil, ich weiß, der ein oder andere da draußen hat mit dem Grün, aber ich finde das Grün hier so schön dezent, dass ich glaube, dass das zeitlos ist. Bin da absolut happy. Und deswegen würde ich erzählen. Ich habe gerade noch, mir ist gerade noch eingefallen, weil ich deine Uhr, die Aquaterra, ja auch neulich am Arm hatte, als wir uns getroffen haben. Und wenn ich mich ganz vertue, hat sie ja diese polierten Mittelglieder, ne, die dann doch ein bisschen kratzeranfällig sind. Und ich habe jetzt schon von mehreren Leuten gehört und Das hieß es. Ja. Und ich habe jetzt schon von mehreren Leuten gehört, die haben sich die Mittelglieder bürsten lassen. Und um die Uhr quasi noch ein bisschen vielseitiger zu machen. Und das finde ich auf jeden Fall auch interessant, dass diese Uhr so beliebt ist, dass die Leute sagen, ey, ich kaufe mir die einfach, weil die Uhr so klasse ist. Auch wenn, dann lasse ich halt die Mittellieder polieren, bürsten, ist ganz egal. Hauptsache, ich kann diese Uhr tragen. Und das finde ich echt, das spricht ja für die Uhr. Ja, finde ich auch. Und ich habe auch drüber nachgedacht, ob ich die auch noch mit reinbringe. Ich sehe hier schon, der ein oder andere schreibt es auch rein. Ante schreibt rein, beste Uhr, die Aquaterra. Omega ist auch was richtig Feines und genauso ist es einfach was Feines. Ja. Der Jürgen hat sich jetzt auch letztens eine Seamaster Diver 300 Meter dazu gegönnt. Würde ich auch absolut dazu empfehlen. Die polarisiert vielleicht ein bisschen mehr, die fällt vielleicht ein bisschen mehr auf. Die hier geht halt auch im Anzug. Ich habe es mehrmals schon gesagt, die habe ich mir gekauft, weil ich mir sie bei meiner Hochzeit vorstellen kann und ich kann sie mir im Wald beim Spaziergang mit dem Hund vorstellen. Mhm. Und muss den, wenn die Ball werfe oder keine Ahnung. Also, und das war so ein bisschen der Gedankengang dahinter, deswegen One Watch Collection. Stefan schreibt auch rein, viele Uhren können, Omega muss. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, erste Luxusuhr, Holger sagt auch, war eine Omega Seamaster 300 Meter, 50 Jahre James Bond. Auch die 300 Meter ist eine klasse Uhr, wie gesagt. 100%. Richtig nice. Super gut. Ich meine den Holger, genau dich mit dem Grün. Auch schön, meine vor kurzem Seiko Pressage grünen Cocktail mit einem wunderschönen Ziffernblatt. Richtig coole Uhr auch. Ja. I like it. Und ja, genau, Sascha, spare ja zurzeit selber auf eine Omega. Absolutes Must-Have. Sehe ich genauso. Ich glaube, darauf lohnt es sich zu sparen. Das macht Spaß. Ja. Ich habe eben noch eine Frage gesehen und zwar, die Frage geht an dich. Was sagst du zur Tudor Royal? Wäre das für dich ein Einsteigermodell oder was hast du da grundsätzlich für eine Meinung zu? Du hast sie ja auch beschrieben im Sekundenstopp. Wie siehst du das? Ja, also ich habe neulich interessanterweise noch relativ lange mit dem Florian Bach, dem Flomp 89, telefoniert, der sich die Tudor Royal kürzlich gekauft hat. Und wir sind übereinstimmend der Meinung, dass es ein absolut genialer Preispunkt ist, wenn man auf das Design steht. Es ist natürlich so ein klein bisschen, muss man mögen, ne, mit dieser halb polierten, halb geriffelten Lünette, mit diesem integrierten Gehäusebandanstoß. Das muss man natürlich mögen. An sich ist die Uhr sehr, sehr gut angekommen. Ich habe das echt so ein bisschen, ich habe das verfolgt. Und man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, die verbauen einen ETA-Kaliber in der Uhr. Ne? Ich meine, zu dem Preispunkt ist das auch gar nicht anders möglich. Aber es ist halt trotzdem eine Tudor. Ihr habt Tudor-Historie, ihr habt Tudor-Gewährleistung, ihr habt Tudor-Servicequalität und ihr habt halt auch Tudor auf der Uhr stehen. Und ich glaube, da hat Tudor einfach einen richtig guten Treffer gelandet. Ich fand die Uhr am Anfang eher so, weiß nicht genau von der, aber sie, wie sagt man so schön, sie wächst mir so ein bisschen ans Herz mit der Zeit. Okay. So viele Varianten. Und das finde ich halt auch immer wichtig für eine Einsteigeruhr, dass ich die Möglichkeit habe, aus verschiedenen Modellen zu wählen. Ne? Da ist ja zum Beispiel die Aquaterra oder die Seamaster auch sehr, sehr vielseitig. Und das finde ich halt auch immer klasse, wenn man sich in verschiedenen, wenn man sich im selben Modell facettenreich wiederfinden kann. Und die Tudor Royal, würde ich sagen, ich kann da von Florian sprechen, der empfiehlt sie wärmstens weiter. Super, super. Vielleicht Full Circle. Der Bernd schreibt gerade noch rein, hab heute eine Omega bei euch gekauft. Glückwunsch zum New Watch Arrival. Und auch die Moonwatch, die kommt auch in jeder Sammlung gut an. Früher oder später, ne? Glückwunsch an der Stelle, Bernd. Freut mich mega. Ich habe, das waren unsere Startuhren für eine perfekte Sammlung, perfekte Uhren für den Start der Sammlung oder auch wenn man schon eine Sammlung hat und einfach ergänzen will. Ich glaube, die sollte man einfach auf dem Schirm haben. Ja. Ich habe es eben schon mal ein paar Mal gesagt. Seid ihr schon in der Community angemeldet? Falls nein, nutzt die Gelegenheit gerne. Kostet natürlich nichts. Ihr kriegt Severins Sekundenstopp und bleibt informiert. Benedikts Briefing ist so ein neues Format, was wir manchmal rausschicken. Und wir versuchen einfach, unsere Videos so ein bisschen zuzuschicken und zu gucken, hey, habt ihr das schon gesehen?
Ich glaube, es lohnt sich. Da ist nichts mit Spam oder sowas. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Also tragt euch da gerne ein, würde mich sehr freuen. Und nutzt gerne den Hashtag Altair Weekend Wristshot, sodass der Severin sich wieder fleißig was raussuchen kann in seinem Sekundenstopp, weil da publiziert er jedes Mal. Was sagst du, wie gefallen dir die Wristshots aktuell so? Mega, also ich muss sagen, es wird immer mehr, es wird immer besser, die Qualität der Fotos, das Ideenreichtum der Aufnahmen, das wird immer, ja, wirklich einfach nur besser und es fällt mir deutlich schwerer, mich zu entscheiden. Es ist sogar ja schon so weit gekommen, dass ich kürzlich mal eine Collage gemacht habe aus 6 Uhren, weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte. Aber ja, haut weiter rein, Leute, gebt Gas, mir macht das mega viel Spaß und selbst die Uhren, die nicht im Sekundenstopp landen, die reposten wir ja alle fleißig auf unserem Instagram, denn uns geht es darum, dass wir sehen, was begeistert euch als Community und dass wir uns da so den Ball ein bisschen gegenseitig zuspielen. Das war ja die Idee. Und ich freue mich, dass es so gut ankommt. Und ich habe neulich gesehen, wir haben bald 1000 Fotos mit dem Hashtag Altair Weekend Wristshot. Also wirklich abgefahren. Meilenstein. Ja. Meilenstein. Severin, du übernimmst jetzt, ne? Heute machst du bis 23 Uhr weiter. Na klar, na sicher. Schön, dass ihr am Start wart. Wie immer, hat mega Spaß gemacht. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Passt auf euch auf, bleibt gesund, genießt das Wetter. Ich hoffe, dass bei euch gutes Wetter ist. Und dann sehen wir uns nächste Woche schon wieder. Und unbedingt. In alter Frische. Macht's gut. Bis dann. Euer Benedikt und Severin. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.